Als nächste Rednerin an Bord die Innenministerin Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren vor den Bildschirmen und auf der Besuchergalerie. Sicherheit steht ganz oben auf der prioritären Liste unserer Bevölkerung. Wir können mit Stolz sagen, dass wir zu einem der sichersten Länder auf der Welt gehören, dass 9 von 10 Österreicherinnen und Österreicher sagen, ja, sie fühlen sich sicher, die Polizei leistet hier gute Arbeit. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Daher ist es auch unsere Aufgabe, uns permanent auf die neuen Herausforderungen einzustellen, von der Cyberkriminalität bis hin zum Dschihadismus. Und wir alle wissen, täglich erreichen uns Bilder des Terrors, Bilder des Mordens und Bilder der Verfolgung. Und die Bedrohungen, die von den Terroristen ausgehen, machen auch vor unseren Grenzen nicht Halt. Und es wurde schon angesprochen, ja, auch viele Foreign Fighters kommen aus Europa, kommen aus Österreich. Der Antiterrorbeauftragte der Europäischen Union, de Kerkhoff, schätzt, dass es in etwa 3000 Foreign Fighters gibt aus Europa. Ja, und wir wissen auch, wie viele aus Österreich kommen. Es sind 154 Menschen, die aus Österreich in den Kampf, in den Dschihad gezogen sind. 26 sind bereits zu Tode gekommen und 64 sind bereits aus dem Kampf zurückgekehrt. Und diese 64 Personen stehen zu Recht im Fokus des Staatsschutzes, im Fokus des Verfassungsschutzes, weil sie für uns alle eine tickende Zeitbombe sein können. Darüber hinaus wissen Sie, dass bereits rund 150 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind gegenüber mutmaßlichen Dschihadisten. Und wir können sagen, dass im Kampf gegen den Dschihadismus die Polizei, die Justiz, der Staatsschutz hier gute Arbeit leistet. Dass hier vor allem Polizei, Staatsschutz und die Justiz gute Arbeit leisten, zeigt der Fall letzte Woche in St. Pölten, wo ein 14-jähriger Schüler festgenommen werden konnte, weil dieser im Verdacht steht, eben einen Anschlag geplant zu haben, hier eben an einem öffentlichen Ort ein Attentat geplant hat. Er hat sich sehr viele Informationen bis hin zu Bombenanleitungen aus dem Internet geholt. Und wir wissen, dass die Radikalisierung natürlich auch vor unseren Jungen nicht Halt macht. Dass hier vor allem soziale Netzwerke und Internetforen intensivst genutzt werden von den Dschihadisten, um hier junge Menschen zu akquirieren, zu rekrutieren. Und dieser Fall zeigt ganz klar, dass gerade die Propaganda der IS-Terroristen auch tatsächlich funktioniert, dass sie sich vor allem die neuen Medien, die Online-Medien zunutze machen, um hier junge Menschen zu motivieren, hier in den Kampf zu ziehen. Wir wissen, dass gerade über das Internet, über die Live-Chats, über WhatsApp, über 24 Stunden hinweg Botschaften seitens des IS-Terrors gesendet werden. Ja, Zielgruppe sind hier vor allem junge Menschen, die es gewohnt sind, mit dem Internet umzugehen, wo Online-Medien, Social-Media-Medien einfach akzeptiert werden, wo hier vor allem junge Menschen angesprochen werden, die perspektivenlos sind, die orientierungslos sind, die sich in einer Krise befinden, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, die sich vielleicht ausgegrenzt fühlen. Ja, hier versucht man anzudocken und diese zu motivieren, in den Dschihad zu gehen, wo hier vor allem auch immer wieder vorgegaukelt wird, dass sie dort Wertschätzung, Anerkennung und vor allem auch Orientierung beziehungsweise auch Abenteuer erleben. Abenteuer, das todernst sein kann, ja, wo es meist kein Zurück mehr gibt.
Nicht zu unterschätzen dürfen wir die Rolle jener Jugendlichen, die bereits von Österreich in die Krisengebiete, in den Dschihad gegangen sind, die dann oft dazu missbraucht werden, andere zu motivieren, diesem Beispiel auch zu folgen. Denken Sie nur an den Fall Firash H., den Sie alle kennen, den Sie alle verfolgt haben über die Medien. Ein junger Mann, der von Österreich in den Krieg gezogen ist. Ja, der bereits im Terrorkrieg verwundet worden ist und jetzt gemeinsam mit seiner Frau versucht, andere junge Menschen zu ködern, nach Syrien zu gehen und sich dort dem Dschihad anzuschließen. Es geht sogar so weit, dass hier Reiserouten und Reisetipps gegeben werden, wie man am besten Wege dorthin kommt. Und aufgrund all dieser Erkenntnisse und aufgrund all dieser Fälle ist es uns für uns auch ganz klar, dass wir vor allem im Kampf gegen den Dschihadismus hier auch einen Schwerpunkt setzen müssen im Bereich der neuen Medien. Entscheidend für uns ist, dass wir hier mit Online-Medien zusammenarbeiten müssen und hier vor allem junge Menschen abzuhalten, in den Krieg zu gehen, sie davon abhalten, dass sie sich dem Krieg, dem Dschihadisten nicht anschließen. Und deswegen habe ich auch vor einigen Tagen das Fünf-Länder-Treffen in Zürich genutzt, wo ich zusammengekommen bin mit dem deutschen Innenminister, luxemburgischen Liechtensteiner und mit der Schweizer Innenministerin, wo wir uns diesem Thema gewidmet haben, wo wir vor allem auch die Chance genutzt haben, uns zu informieren im Google-Europa-Zentrum, wo es uns darum geht, hier die Zusammenarbeit zu suchen, wo es uns darum geht, rechtzeitig Gewaltvideos, Gewaltpropaganda zu identifizieren und rechtzeitig auch vom Netz zu nehmen. Und das geht einfach nur eben in der intensiven Zusammenarbeit mit Online-Medien. Denn gerade dort, wo Gewalt, Terrorismus im Spiel ist, hört letztendlich auch die Meinungsfreiheit auch auf. Wir wissen aber auch, dass vor allem hier auch den Schulen eine zentrale Rolle zukommt im Bereich der Prävention, dass hier vor allem auch Radikalisierung stattfindet an unseren Schulen, dass hier vor allem auch Radikalisierung in den Schulen nicht unbemerkt bleibt. Hier auch ein Danke an alle Direktoren, an alle Lehrerinnen und Lehrer, die hier vor allem sehr aufmerksam sind, wo es auch darum geht, hier vor allem im intensiven Kontakt mit den Direktoren zu stehen, wo es auch immer wichtig ist, dass die hier Alarm schreien, wenn sie hier vor allem gewisse Radikalisierungstendenzen letztendlich auch bemerken. Und so war es auch im Fall des 14-Jährigen, der in St. Pölten festgenommen werden konnte, wo hier vor allem auch die Schule Alarm geschlagen hat und wo hier vor allem der junge 14-Jährige auch schon länger im Fokus des Staatsschutzes gestanden ist. Ich sage auch Danke, dass es möglich gewesen ist, dass wir 150 Direktoren informieren konnten über den Dschihadismus. Welche Merkmale sind es, die Anzeichen sind für Radikalisierung? Dass hier vor allem darauf Augenmerk gelegt wird, kommt es hier zu einer intensiveren Nutzung von sozialen Medien? Kommt es hier zu mehr an Abwesenheit im Unterricht? Kommt es hier zu einer Persönlichkeitsveränderung, wo es darum geht, hier vor allem auch richtig zu reagieren, hier richtige Schritte zu setzen und sich vor allem auch Expertinnen und Experten zunutze machen, wie gehe ich in derartigen Fällen letztendlich auch um? Deswegen bin ich auch der Unterrichtsministerin Heine-Schossek dankbar, dass sie hier eine eigene Hotline ins Leben gerufen hat für die Lehrerinnen und Lehrer. Dankbar auch der Familienministerin, wo hier auch die Deradikalisierungs-Hotline vorbereitet wird und in den nächsten Wochen letztendlich auch aufgeschaltet werden soll. Prävention ist wichtig. Nicht nur Repression, sondern vor allem auch Prävention. Und Prävention muss beginnen an unseren Kindergärten, an unseren Schulen.
Hier ist es mir vor allem aber auch wichtig zu betonen, dass es wichtig ist, hier Verständnis zu schaffen bei den jungen Menschen, dass es einfach Realität ist, dass es verschiedenste Religionen gibt, verschiedene Nationen, dass hier gegenseitiger Respekt und gegenseitige Wertschätzung wichtig und notwendig sind, um hier ein gemeinsames Miteinander auch möglich zu machen, damit hier kein Nährboden für Radikalisierung letztendlich auch entsteht. Wenn es um den Kampf gegen den IS-Terror geht, sind nicht nur wir als Sicherheitsbehörde, ist nicht nur die Polizei gefordert, sondern hier sind verschiedene Ministerien. Über das Integrationsministerium, Unterrichtsministerium, Sozialministerium, zu den Ländern, Gemeinden, ja bis hin zur Zivilgesellschaft, jeder Einzelne letztendlich auch gefordert. Und gerade in den letzten Monaten, in den letzten Wochen haben wir sehr viel auf den Weg gebracht. Nicht nur im operativen Bereich, sondern auch im logistischen Bereich, wo einige Gesetzesmaterien in Begutachtung sind und hier in den nächsten Wochen auch zur Beschlussfassung anstehen. Vom Terrorsymbolgesetz über die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes bis hin zum Grenzkontrollgesetz, wo es zum einen darum geht, Jugendliche und Kinder zu schützen, dass sie hier Österreich nicht verlassen und sich dem Dschihad anschließen. Gesetzesmaterien, die aber auch signalisieren sollen, dass es null Toleranz gegenüber jenen gibt, die sich dem Dschihadismus anschließen. Wichtig im Zusammenhang der ganzen Diskussion ist mir aber vor allem auch eine ganz klare Trennlinie zu ziehen zwischen der Terrormiliz IS und dem Salafismus auf der einen Seite und dem Islam auf der anderen Seite. Und wir alle wissen, dass es den Terrorkämpfern in erster Linie nicht um die Religion geht, sondern dass es ihnen um reine Gewalt und brutale Gewaltanwendung geht. Dass hier vor allem Religion als Vorwand für das Tun und Handeln verwendet wird, dass hier vor allem der Islam zur Mobilisierung letztendlich genutzt bzw. benutzt wird. Und für uns alle stellen die Dschihadisten Staatsfeinde dar. Staatsfeinde dar, weil sie unser europäisches Wertesystem, unsere demokratischen Werte angreifen. Mord, Vergewaltigung, Verfolgung und Menschenhandel stehen an der Tagesordnung, ja werden als legitimes Mittel angesehen und als legitimes Mittel auch verwendet. Hier werden unsere demokratischen Grundrechte im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten, wo es jetzt darum geht, auch eine demokratische Gegenoffensive zu starten. Eine demokratische Gegenoffensive, die vor allem auch von den Muslimen getragen werden muss. Wo es darum geht, dass sich vor allem Muslime und Nichtmuslime hier stark machen, unsere demokratischen Werte zu schützen. Hier geht es um unsere demokratischen Werte wie Gleichheit von Mann und Frau, wo es vor allem auch darum geht, dass es legitim ist, auch bei einer Religion auszutreten, wo es nicht sein kann, dass man zum Tragen eines Kopftuches gezwungen werden kann, weder von einem Staat noch einer Gemeinschaft oder einer Familie, dass das nur auf Freiwilligkeit beruhen kann, bis hin zur vollen Akzeptanz all unserer Menschenrechte. Wenn Sie so wollen, es geht darum, dass jeder Staatsbürger sich dazu verpflichtet fühlt, die demokratischen Werte über die Religion zu stellen. Und ich glaube, das ist wichtig, denn nur dann kann es einen europäischen Islam geben, einen Islam europäischer Prägung oder
österreichischer Prägung, wo hier vor allem auch dem Islamgesetz eine ganz entscheidende und wesentliche Rolle zukommt. Und wir wissen, dass der Großteil der Muslime zu diesen demokratischen Werten steht, dass der Großteil der Muslime auch in gemeinsamen Miteinander und im Frieden leben möchte. Es geht darum, dass wir uns alle dazu bekennen. Der Herr Klubobmann hat es angesprochen, ja, Hunderttausende, ja Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Viele Menschen flüchten vor diesen Dschihadisten und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, jenen Menschen, die vor diesem Terror, vor dieser Gewalt flüchten, auch Schutz und Hilfe zukommen zu lassen. Und wir wissen, gerade in den letzten Monaten sind es viele, die zu uns kommen und hier Schutz und Hilfe suchen. Allein in den letzten Wochen waren es durchschnittlich pro Woche 720 Kriegsflüchtlinge, die bei uns um Asyl angesucht haben. Ja, zweifelsohne eine ganz große Herausforderung. Eine Herausforderung für die Bundesländer, für die Bundesregierung, für die Gemeinden, ja eine große Herausforderung auch für die Zivilbevölkerung. Wo ich auch ganz klar sage, dass wir all jenen, die hier Schutz und Hilfe brauchen, auch Schutz und Hilfe geben wollen. Dass es aber nicht sein kann, dass 10 von 28 EU-Mitgliedstaaten hier mehr als 90% aller Asylverfahren abwickeln und hier mehr als 90% aller Asylwerber versorgen. Dass es hier eine Schieflage in Europa gibt, wo es darum geht, in Zukunft eine Quote auf europäischer Ebene einzuführen, damit auch tatsächlich jedes Mitgliedsland seiner Verantwortung und seiner Verpflichtung nachkommt. Ich möchte auch heute hier diese Sondersitzung nutzen, um Danke zu sagen den Ländern, den Gemeinden, der Zivilbevölkerung, die hier vor allem Schutz und Hilfe geben, wo es vor allem auch immer mehr Gemeinden gibt, die hier ihre Türen öffnen für unsere Kriegsflüchtlinge, auch wenn das keine einfache und keine leichte Aufgabe ist. Ich darf nun zu Ihren Fragen kommen. Es waren 51 an der Zahl. Und ich darf beginnen mit den ersten Fragen, mit der Frage 1 und 2, wo es eben um das Thema Kriminalität geht, wo wir sagen können, dass wir gerade im Bereich der Kriminalität uns nach unten entwickeln, dass hier die Anzahl der Delikte zurückgegangen sind. Lag die Anzahl der Delikte vor 10 Jahren noch bei mehr als 640.000 Delikten, liegt die Anzahl der Delikte jetzt in etwa bei 540.000 Delikte. Das heißt, heute 100.000 Delikte weniger als vor 10 Jahren, trotz neuer Kriminalitätsformen wie Cyberkriminalität. Und da darf ich mich auch herzlichst bedanken bei all unseren Polizistinnen und Polizisten für die erfolgreiche Umsetzung vieler Maßnahmen. Danke allen Polizistinnen und Polizisten für diese professionelle Arbeit. Für diese erfolgreiche Arbeit braucht es natürlich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden unserer Nachbarstaaten, braucht es vor allem auch die intensive Zusammenarbeit mit Europol und Interpol. Zur Frage 3 betreffend der Kontrollen. Ja, hier wurden Kontrollen angeordnet, vor allem was den Flughafen betrifft, dass eben bei ankommenden Flügen eine möglichst zeitnahe und lückenlose Vorabprüfung von Passagieren aus den Risikodestinationen passiert, sowie weiters im Rahmen der Durchführung der eigentlichen Grenzkontrolle vor allem großes Augenmerk auf Passagiere zu legen ist, die eben aus bestimmten
Risikoindikatoren letztendlich auch abzuleiten sind. Darüber hinaus gibt es natürlich auch unsere Grenzraumkontrollen, das heißt nicht nur intensive Kontrollen jetzt am Flughafen, wo wir diese Grenzkontrollen, wo wir diese Kontrollen am Flughafen angeordnet haben und vor allem auch bereits im Laufen sind, bis hin zu den langfristig angelegten Grenzraumkontrollen. Ja, selbstverständlich ist die Grenzkontrolle immer wieder in Diskussion. Wir haben uns aber für ein wesentlich effizienteres Instrumentarium entschieden, nämlich die Grenzraumkontrollen, weil sie wesentlich effektiver und effizienter sind und weil sie von den Schleppern eben nicht berechenbar sind. Selbstverständlich basiert all das auf den Analysen. Und aufgrund dieser Analysen finden dann eben die verstärkten Grenzraumkontrollen statt, bis eben entlang der grünen Grenze. Zur Frage 4 und 5. Da sich die Täter oftmals nur für einige Tage im Bundesgebiet aufhalten, ist die Einbindung der Bevölkerung ganz, ganz wichtig. Denn nur wenn wir hier Hinweise erhalten, können wir darauf auch reagieren. Und daher auch ein Danke an die Zivilbevölkerung, die uns hier immer wieder wichtige Hinweise gibt. Es wurden hier umfassende Maßnahmenpakete geschnürt, Maßnahmenpakete, die hier proaktiv, zielgerichtet und zeitlich gebündelt und wirkungsorientiert auch eingesetzt und vor allem auch durchgeführt werden, wo wir hier vor allem im Bereich der Maßnahmen äußerst flexibel sein müssen, weil natürlich Kriminelle permanent ihre Strategien auch ändern. Frage 6 und 11 geht es hier um Fragen rund um den Dschihadismus. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit all jenen Gruppen, von denen eine konkrete Gefahr für demokratische Einrichtungen und Grundwerte ausgehen. Kriterium ist nicht, ob es einen tatsächlichen oder vermeintlichen Bezug zu einer Religion gibt, sondern Kriterium ist, ob von der Person die Gefahr einer extremistischer Gewalt gegenüber dem Staat und der Bevölkerung ausgeht. Wie bereits erwähnt, wurden bis dato insgesamt rund 100 Ermittlungsverfahren eingeleitet bzw. Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Ich ersuche Sie hier um Verständnis, dass ich aus polizeitaktischen Gründen keine weiteren näheren Angaben machen kann, bin aber gerne bereit, in den vorgesehenen Gremien wie im Unterausschuss des Innenausschusses hier entsprechend Auskunft zu geben. Frage 7. Es sind 87 an der Zahl. Frage 8 bis 10, wenn ich die zusammenfassen darf. 50 Österreicherinnen und Österreicher befinden sich nach den Informationen, nach meinen Informationen derzeit im Kampfgebiet. 64 sind nach meinen Informationen bereits zurückgekehrt, habe ich auch bereits erwähnt, und 26 sind bis jetzt laut unseren Informationen verstorben. Frage 11 habe ich Ihnen bereits beantwortet bei der Frage 6. Frage 12. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können die Örtlichkeiten, auf die sich die Maßnahmen beziehen, nicht genannt werden. Die entsprechenden Orte, meine sehr verehrten Damen und Herren, befinden sich vorwiegend im urbanen Raum, im Raum Wien, Graz und Linz. Frage 13. Es handelt sich hier um 11 Meldungen. Frage 14 kann ich mit Ja beantworten. Frage 15. Alle uns bekannten Personen, die aus dem Kampfgebiet zurückkehren, werden ausnahmslos, wie bereits erwähnt, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Zudem waren bereits, wie zuvor erwähnt, Änderungsvorschläge im Staatsbürgerschaftsgesetz und Grenzkontrollgesetz in Begutachtung und werden in den nächsten Wochen hier beschlossen. An präventiven Maßnahmen im Bereich des Innenressorts wurden und werden Präventionsbeamte für die Jugendarbeit geschult
Unsere Landesämter für Verfassungsschutz arbeiten intensiv mit den Schulbehörden zusammen und eine Deradikalisierungshotline ist im Aufbau beim Familienministerium. Zu den Fragen 16 bis 20 und 22. Mit 1. Jänner 2014 erfolgte die Umstellung von zwei bestehenden Systemen, vom Asylinformationssystem und Fremdeninformationssystem sowie weiteren fremdenpolizeilichen Applikationen auf das IFA-System. Eines der größten EDV-Projekte, IT-Projekte in der Geschichte des Innenressorts und daher sind derzeit noch nicht alle der angefragten elektronischen Auswertungen derzeit möglich. Das heißt, derartige Statistiken, die gewünscht sind, liegen derzeit zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht vor. Frage 21 geht es um die Aberkennung des Asylstatus. Im Jahr 2012 kam es zu 424 Aberkennungen. 2013 waren es 381. Frage 23. Heuer wurden bisher 2199 Außerlandesbringungen durchgeführt, davon 1189 Abschiebungen und 1010 Dublin-Überstellungen. Weiters gab es 1800 freiwillige Ausreisen. Frage 24 und 25, da geht es um die 10 festgenommenen mutmaßlichen Dschihadisten. Soweit es sich im gegenstandlichen Fall um Fremde handelt, wurden die Aberkennungsverfahren eingeleitet. Aber Sie wissen, dass es jedoch für den Abschluss einer rechtskräftigen Verurteilung durch die Justizbehörde eine solche derzeit nicht vorliegt. Frage 26, da geht es Ihnen um die Auslastung der Betreuungseinrichtungen. Die Belagstände stellen sich zum heutigen Tag wie folgt dar. In der Betreuungsstelle Ost befinden sich 1604 Personen, in der Betreuungsstelle West 135, Betreuungsstelle Nord 196, Betreuungsstelle Süd 64 und Betreuungsstelle Mitte 146. Frage 27, 48 und 49. Ja, es gibt die Zusage aller Bundesländer, bis Ende Jänner ihre Quote zu 100% zu erfüllen. Sie wissen, dass ich hier ein neues Konzept vorgelegt habe mit einem Automatismus, der die Erfüllung der Quote gewährleisten soll. Weitere Eckpfeiler dieses Modells sind hier die Einbindung der Gemeinden und hier vor allem auch die Zielsetzung, rasche Verfahren sicherzustellen. Frage 28 und 29 geht es um völkerrechtliche Fragen. Die wesentlichen völkerrechtlichen Instrumente, die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 und die Europäische Menschenrechtskonvention, haben in Österreich den Rang eines Verfassungsgesetzes bzw. eines einfachen Gesetzes und werden demnach selbstverständlich in der im Vollzug strikt eben beachtet. Sowohl die Genfer Flüchtlingskonvention als auch die Europäische Menschenrechtskonvention definieren ganz klar, welchen Personen Schutzbedürftigkeit und Schutzwürdigkeit anerkannt wird, wann eben Schutzbedürftigkeit vorliegt. Demnach finden diese Verträge für Personen, die keines Schutzes bedürfen, ohnehin keine Anwendung. Frage 30 geht um die Mitwirkungsverpflichtung. Die erweiterte Mitwirkungsverpflichtung dient nicht der Freiheitsbeschränkung von Personen, sondern ist notwendig, um umfangreiche verfahrensrechtliche und administrativ-organisatorische Schritte zu Beginn des Asyl- und Aufnahmeverfahrens abwickeln zu können. Wird die Mitwirkungsverpflichtung missachtet und deshalb ein Verfahrensschritt verzögert, kann dies weitere Auswirkungen im Verfahren nach sich ziehen. Frage 31 und 32, wo es hier um untergetauchte Personen im Asylverfahren geht. Im Jahr 2013 sind 3.348 Personen im Asylverfahren untergetaucht.
Im Jahr 2014 sind mit Stichtag 30. September 2970 Personen untergetaucht. Frage 33. Von Jänner bis September 2014 gab es 7.073 der tatverdächtigen Fremden mit Aufenthaltsstatus Asylwerber. Das sind 3,8% aller Tatverdächtigen, betone Tatverdächtigen. Frage 34, dazu liegen keine Statistiken vor. Frage 35, die geltende Rechtslage ermöglicht es, den Asylstatus wieder abzuerkennen, wenn der Betreffende eine Gefahr für die Sicherheit Österreichs darstellt oder er wegen eines besonderen schwerwiegenden Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde und eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeutet. Vergleichbares ist bei der Aberkennung des subsidiären schutzberechtigten Status vorgesehen. Frage 36 kann ich mit Nein beantworten. Frage 37. Österreich führt derzeit keine Dublin-Überstellungen nach Griechenland durch. Dublin-Überstellungen nach Bulgarien oder Italien erfolgen aufgrund einer eingehenden Einzelfallprüfung und unter besonderer Berücksichtigung vulnerabler Personengruppen. Frage 38. Jede Abschiebung erfolgt aufgrund einer Einzelfallprüfung und nach den rechtlichen und faktischen Möglichkeiten. Derzeit finden keine Abschiebungen nach Syrien statt. Zu den Fragen 39 bis 43, Fragen rund um das Asylwesen. Die bestehenden Instrumente des Grenz- und Migrationsmanagements der EU müssen konsequent angewendet werden. Frontex und EASO leisten dabei wertvolle Arbeit für die Unterstützung aller Mitgliedstaaten. Gleich nach der Einreise in die Europäische Union ist die systematische Identitätsfeststellung und Registrierung von Flüchtlingen essentiell, um jenen, die tatsächlich Hilfe benötigen, diese auch zukommen zu lassen. Eine effektive Anwendung von Dublin-Eurodac in allen Mitgliedstaaten ist für das Funktionieren unseres gemeinsamen Asylwesens unabdingbar, das heißt dringendst notwendig. Im Sinne gelebter Solidarität und Verantwortung sollten sich künftig auch alle EU-Mitgliedstaaten an der Aufnahme schutzbedürftiger Flüchtlinge beteiligen. Sie wissen, dass wir hier seitens Österreich ein eigenes Programm, ein eigenes Projekt Leben retten, Safe Lives Projekt vorgestellt haben auf europäischer Ebene, wo es hier um ein gesamteuropäisches Resettlement-Programm geht, wo es darum geht, dass UNHCR direkt in den Drittstaaten die Schutzbedürftigkeit eben feststellt und dann aufgrund der Schutzbedürftigkeit die Schutzbedürftigen eben im Rahmen einer Quote auf ganz Europa, auf alle Mitgliedstaaten aufgeteilt werden und dann dort eben die Asylverfahren stattfinden, hat den Vorteil, dass die Menschen nicht ihr Leben lassen müssen im Mittelmeer und dass hier vor allem auch den Schleusern, den Schleppern der Nährboden entzogen werden kann. Frau Bundesministerin, nachdem Sie einigermaßen schon die Sollredezeit natürlich überschritten haben, würde ich Sie bitte ersuchen, kurz die letzten Anfragen noch zu beantworten. Frage 44, verpflichtende Quote, habe ich schon erwähnt. Frage 45 bis 47, wo es darum geht, ob wir Kompetenzen an die Europäische Union abgeben wollen. Nein. Frage 50 betrifft nicht den Vollzugsbereich des Innenministeriums. Und last but not least die Frage 51, wo es hier um die Diskussion Arbeitserlaubnis geht für Asylwerber. Wie Sie wissen, stehe ich jedem Thema immer zu einer sachlichen Diskussion zur Verfügung und werde selbstverständlich auch mich mit der Studie der Sozialpartner beschäftigen. Aber als Innenministerin halte ich eine weitere Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber aber auf jeden Fall für kritisch und diskutiere das auch gerne offen und umfassend. Vor allem kritisch angesichts der derzeitigen angespannten Situation, was die Quartiersuche betrifft, als auch die Situation am Arbeitsmarkt. Wie bereits gesagt, schon jetzt versorgen nur zwei Länder in ganz Europa mehr Asylwerber als Österreich. Österreich ist hier auf Platz 3.
Mit der Öffnung, mit einer weiteren Öffnung des Arbeitsmarktes würde es hier noch mehr zu einer Schieflage des Asylsystems in ganz Europa kommen. Das heißt, diese Schieflage würde sich verstärken und die Herbergsuche in den Bundesländern würde sich noch intensiver und schwieriger gestalten. Und wie Sie wissen, wer in Österreich einen Schutzstatus erhält, sprich einen positiven Asylbescheid, hat hier vollen Arbeitsmarktzugang. Und wie Sie wissen, gibt es auch jetzt bereits während des Asylverfahrens Möglichkeiten einer Beschäftigung, das heißt ausreichend Möglichkeiten, wo hier eben Asylwerber sich beschäftigt werden können, angefangen von der Saisonarbeit, Erntehelfer bis eben gewerbemäßig und natürlich gewerberechtlich und natürlich auch eben im Sinne der Gemeinnützigkeit bei jeder Gemeinde. Das heißt, viele Möglichkeiten, die nicht ausgenutzt werden. Ich sehe das äußerst kritisch. Österreich sei eines der sichersten Länder der Welt, betont Innenministerin Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP. Dennoch hätten sich 154 Personen aus Österreich dem Dschihad angeschlossen und stünden nun unter Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Speziell junge Menschen würden über das Internet angeworben, weshalb man bei der Terrorbekämpfung einen Schwerpunkt auf neue Medien legen würde. So strebe man eine Kooperation mit Google an und wolle zudem an Schulen aktiv gegensteuern. Grundlegend, sagt sie, zum Abschluss ihrer Rede stehe sie einer weiteren Öffnung des Arbeitsmarkts für Asylwerber kritisch gegenüber.